Ihr Freunde von Bautzen, wann wart ihr das denn das letzte Mal in dieser schönen Stadt? Ihr könnt diese Stadt vielleicht als die Stadt der Türme oder die Stadt des Senfs oder einfach nur so, die Stadt der Sorben. Ich will euch heute eine Stadt vorstellen, die ich heute mal Stadt der Köpfe und Gesichter nennen will. Ich lade euch ein, kommt einfach mit. Ja, beginnen will ich heute einfach mal beim Rietschelgiebel. Vielleicht habt ihr ihn schon mal gesehen, ganz besonders schön ist er, wenn er angestrahlt wird oder wenn man ihn sich von innen angucken kann. Da sind natürlich gleich ganz viele Köpfe zu sehen. Die Köpfe der Rachegöttin, der Erinnyen oder die Köpfe des Aischylos, der diese Geschichte ja verfasst hat. Der Areopag ist hier dargestellt. Aber wenn es um Köpfe geht, wollte ich einfach mal mit einer Kopfgeburt beginnen. Pallas Athene oder Athena, Athene. Sie ist ja aus dem Kopf vom Göttervater Zeus gekommen und seht an, so wie sie da dargestellt ist, so ist sie da rausgekommen. Und ich will jetzt einfach mal erzählen, wie sie da reingekommen ist. Vielleicht kennt ihr diese Geschichte. Der Zeus, der Vater, der Göttervater, der war ja ein ganz besonderer Schwerenöter. Jede Frau, die er irgendwie erwischen konnte, war seine. Da hat es auch nichts geholfen, wenn sie bei drei auf dem Baum waren. Egal, er hat sogar vor seiner Tochter nicht Halt gemacht. Einmal hatte er sich in eine Okeanide verliebt, also eine Tochter des Okeanos. Und das war die Metis, aber die Metis wollte nicht so richtig und sie hatte eine Möglichkeit, sie konnte sich in Tiere und Pflanzen verwandeln und ist ihm immer ausgewichen, aber irgendwann hat er es doch geschafft. Und da war es natürlich passiert und diese Begegnung hatte, wie meist bei Zeus, oder immer folgen. Die Metis hat gesagt, lieber Zeus, ich muss mit dir reden. Also erstens, ich bin schwanger. Oh, hat Zeus gesagt, ist ja nicht schlecht, ich will mich ja gerne fortpflanzen, ist in Ordnung. Ha, sagte die Metis, da gibt es aber noch einen Haken. Da gibt es eine Weissagung, wenn das ein Junge wird, dann wird er mächtiger sein wie du, der wird dich stürzen. Oh, sagte Zeus, das kenne ich ja, habe ich ja selber gemacht. Aber es gibt natürlich auch noch eine mildere Variante, wenn es eine Tochter wird, dann wird sie nur klüger sein wie du. Ja, sagt Zeus, 50%. Ich bin dafür, das müssen wir verhindern. Also hat er die Metis gejagt, er wollte sie fressen. Sie hat sich also in allerlei Tiere verwandelt, zum Schluss in eine Fliege und da hat sie der Zeus einfach verschluckt. Nur war ja im Zeus so ein bisschen Platz. Und diese Fliege ist also da ein bisschen rumgeflattert im Zeus und sie ist irgendwann im Kopf gelandet. Und wenn jemand schwanger ist, dann ist es ja so, dass dann das Volumen zunimmt. Und wenn im Kopf das Volumen der Fliege zunimmt, dann bereitet das mächtig Kopfschmerzen. So ging es also auch dem Zeus. Was hat er gemacht? Er hat sich versucht, irgendwo Hilfe zu holen und die Hilfe hat er gefunden in Hephaist, dem Gott des Feuers und der Schmiede. Der hatte schon mal eine Axt geschmiedet und da hat Zeus gesagt, Hephaistos, du musst meinen Kopf spalten. Hat er gemacht und da ist Pallas Athene rausgekommen. Übrigens ganz interessant ist noch ein Kopf auf ihrer Brust, das ist der Kopf der Medusa. Und jetzt gehen wir weiter und gucken in der Stadt, ob wir noch mehrere Köpfe finden.
natürlich den Ritschelgiebel im Ganzen erklärt haben wollt, eine spannende Geschichte, dann müsst ihr einfach zur Stadtführung kommen. Da erzähle ich auch noch mehr von anderen Köpfen, zum Beispiel von diesen da. Da geht es um eine traurige Liebe, eine ganz grausame Geschichte. Die ist nur etwas für starke Nerven. Aber zur Stadtführung würde ich es euch gerne erklären. Ein ganz unscheinbares Denkmal im Matthiasturm. Beim Durchgehen sieht man auch einen Kopf. Das ist ein Wappen, was zu Ehren des Sigismund von Jagiello, der später den Wawel in Krakau gebaut hat, hier angebracht worden ist. Lieblingsturm, der Matthiasturm. Hier sieht man natürlich auch eine schöne Figur, ein König, der Matthias Corvinus oder Matthias Hunyadi, wie die Ungarn sagen würden. Hier ist auch ein interessanter Kopf zu sehen. Dieser Kopf hat angeblich in Budapest dazu gedient, den König sehr ähnlich darzustellen. Ist man also extra mit dem Kopf dahin gegangen und dieser Kopf ist extra aufgesetzt worden. Wenn ihr nach der Stadtführung in Bautzen natürlich noch was zu euch nehmen wollt, gut trinken wollt, dann könnt ihr das bei meinem Freund machen. Mino, grüß dich, hallo. Grüß dich, alles gut? Ja, es geht gut. Wir machen einen kleinen Film. Ja, der nächste Turm ist natürlich der Nikolaiturm. Hier gibt es eine Geschichte, die ich natürlich auch erzählen muss, allerdings nicht so gern. Das ist die Geschichte eines Verräters, Peter von Breischwitz. Er war Stadtschreiber wie ich. Er hat doch tatsächlich versucht, die Stadt an die Hussiten zu verraten. Also mit Verrätern habe ich nicht so viel im Sinn. Aber die Geschichte gehört natürlich auch dazu, zu einer Stadtführung. Letztens hat mir einer der Gäste gesagt, er sehe mir ähnlich. Ah, das hat mich getroffen. Aber ich muss die Geschichte natürlich erzählen. Ja, hier haben wir das Beispiel eines grünen Mannes. Ein grüner Mann ist ein Gesicht, wo florale Elemente aus dem Mund, aus der Nase oder aus den Wangen wachsen. Das ist ein keltisches Symbol, was die Verbundenheit von Mensch und Natur darstellen sollte. Also man könnte annehmen, es war ein Grüner, der hier gewohnt hat. Wenn das natürlich so als Fratze dargestellt ist, dann ist das ein Schreckkopf. Und Schreckköpfe waren dafür da, böse Geister abzuschrecken. Ja, auch ein Kopf, der von Johann Georg I., dem Urgroßvater von August dem Starken. Ihm sagt man nach, er habe am Tag 15 Maß Bier getrunken. Ich habe sogar mal gelesen, 20 Liter. Und immer wenn er seinen Krug zu Ende hatte, also den letzten Rest, hat er einfach dem nächsten Bediensteten über seinen Kopf gegossen. Da wusste der, jetzt will er Neues. Manchmal ist es vielleicht eine kleine Suchaufgabe, einen solchen grünen Mann zu finden. Es gibt ja derer viele. Vielleicht macht ihr mal, wenn ihr ihn gefunden habt, ein Foto. Und schickt es mir. An diesem Tor ist zweimal ein grüner Mann zu sehen.
scheinbar ein grüner Mann in einer Tür. Macht euch auf die Suche. Ihr werdet sie finden. Ja, Köpfe haben wir gesehen, aber Köpfe sind auch gerollt. Auf diesem historischen Platz beim Handwerkeraufstand waren es 13 oder 14 von den 100 Verurteilten. Der Galgen war hier und also Köpfe finden wir in Bautzen auf jeden Fall noch sehr viel. Nicht die Gerollten, die sind zum Glück nicht mehr da, aber ich lade euch ein, bei Facebook Bilder von Köpfen einzustellen. Köpfen, die ihr gefunden habt, von denen, die ich jetzt erzählt habe, aber auch gerne Köpfe, die ich noch gar nicht entdeckt habe. Wenn ihr in der Stadt unterwegs seid und ihr braucht ein bisschen Orientierung, es gibt überall Stadtpläne, aber es gibt auch ein Stadtmodell. Vielleicht könnt ihr euch schon mal die Route zurechtlegen und dann auch verorten, wo ihr die Köpfe gefunden habt. Hier ist das Stadtmodell und man kann sich sehr leicht und gut danach zurechtfinden, wenn man den Schreiberplan nicht zur Hand hat, den ich hier natürlich immer mit habe. Das war's.